Da sind wir wieder. Wir gucken uns gerade die, oder ich gucke mir gerade die Endergebnisse vom Splatfest an. Und wir sehen hier, ja, es ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Es ist ja auch hübsch gleich getwittert worden, dass das Team Vanille gewonnen hat. Und mit natürlich wieder überragender Mehrheit. Die Erdbeeren, die hat man kaum gesehen. Und ich glaube, am zweitstärksten war immer noch Minzschokolade vertreten. Ja, ich vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, aber hier kommt jetzt das amtliche Endergebnis. Zack, zack, zack. Ich werde gleich was dazu. Ich werde gleich was dazu sagen, wenn wir dann ins Spiel gehen. Ich bin ganz ehrlich, ich war nicht sehr amused darüber natürlich. Das ist klar, ich hätte gern, wäre gerne im Gewinnerteam gewesen. Und bin aber auch nicht überrascht. Also ich bin leider nicht überrascht, weil warum das so ist, das werde ich dann gleich erzählen. Jetzt werden wir uns erstmal die Nachrichten und das Intro angucken und dann gehen wir ins Spiel. So, macht Beute, Leute. Jawohl. Natürlich musste ich mein Shirt wieder zurückgeben und habe wieder dieses zerrissene Shirt an und habe auch ein paar Muscheln bekommen. Die Tentakelhaare-Farbe, die gefällt mir richtig gut. Kann die nicht einfach so bleiben? Naja. Ja, ich werde erstmal, wie schon erwähnt, die neue Jacke anziehen. Und ja, für den Fall, dass ihr jetzt denkt, kann der Kip das Ding nicht mehr richtig bedienen. Ihr wisst ja, mein Controller ist nicht mehr der jüngste. Oh, was heißt, er ist schon noch der jüngste, aber spinnt halt herum. Vielleicht ist mir irgendwann ein neuer Controller fällig. So, ich werde noch ein, zwei Fotos machen mit meiner Jacke. Es sieht schon richtig schick aus. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Und ich will Fotos machen, solange ich diese Tentakelhaare noch habe, weil das passt schon wirklich ziemlich gut. Alles zusammen. So, während ich hier verzweifelt bemühe, gegen den Controller ankämpfe, damit mein Inkling stehen bleibt und die Fotos mache, möchte ich kurz was zum Splatfest sagen, zu dem Ergebnis. Das ist mir schon ein paar Mal jetzt aufgefallen. Das war, glaube ich, bei Splatoon 2 schon ein ähnliches Problem. Das Ergebnis sich eigentlich fast immer an der Beteiligung der jeweiligen Teams wie viel sich an einem jeweiligen Team beteiligen. Also bei Vanille waren ja wirklich sehr viele Spieler dabei und man hat ja ständig, also wir haben ja ständig oder ich habe ja ständig gegen Vanille gekämpft. Ich glaube, ich war bloß 2, 3 oder 4 Mal, also 5 Mal bestimmt nicht. Gut, ich habe jetzt auch nicht richtig mitgezählt. Habe ich mal gegen die Erdbeeren gekämpft, gespielt. Gekämpft, das hört sich immer so negativ an. Ansonsten immer nur Vanille, Vanille, Vanille. Und von den ganzen Spielen haben wirklich fast, naja gut, ich glaube es war so 50-50, wo die Vanillen dann auch noch gewonnen haben. Und das auch stellenweise richtig knapp. Und das kommt so zu meiner Vermutung, dass wenn von vornherein ein Team oder ein Teamthema sehr viele Mitspieler hat, ist da der Sieg eigentlich schon fast vorprogrammiert. Ich weiß es nicht. Normalerweise müsste der Algorithmus und die Mathematik hinter dem Ganzen so ausgefeilt sein, dass die Chancen immer gleich sind. Ich habe jetzt da auch die Regeln oder was das angeht, was dann Nintendo dazu sagt, auch nicht so genau studiert. Vielleicht kennt ihr euch damit auch besser aus. Vielleicht bin ich jetzt auch total, dass ihr jetzt so einen Kopf lang und denke, oh, der Kip, der redet hier aber Quatsch. Das ist doch so, dass jeder die gleichen Chancen hat. Aber ich finde es eben schon sehr auffällig, dass bei einem Team
oder bei einem Thema, wo die meisten mitspielen, dann auch gewonnen wird. Also ich kenne jetzt jemanden, dessen Namen nenne ich jetzt nicht, der hat am Sonntag 6, 7 Stunden lang gespielt und hat sofort auch, ich glaube, ultimativer Vanille Ice Fanclub oder wie das Gerümpel heißt, gleich dreifach. Also wie schnell oder wie viel muss er da gewonnen haben? Das ist schon wirklich mächtig. Und ich habe 2 Tage lang, also ich habe gerade das ganze Wochenende gespielt und hatte auch 10 Kampfspiele, also 10-fach Spiele, und bin dann jetzt am Ende doch im Loser-Team, also im Loser-Team Anführungszeichen. Das ist schon irgendwie auffällig. Gut, hier haben sie jetzt gerade, ich habe jetzt gerade beim Snackverkäufer hier mir Getränke gekauft und man muss jetzt nochmal nachgucken, weil mitten in dem Kauf haben plötzlich die Maps, die Arenen gewechselt, und da wird natürlich alles unterbrochen, auch das Snackkauf. Jetzt muss ich gucken, ob ich überhaupt gekauft habe, aber ich habe gekauft. So, und wir gehen rein ins erste Spiel. Ihr wisst ja, vor dem Splatfest, es ist so, es ist, das Splatfest ist ja nicht alles, das ist ja nicht Splatoon himself oder itself. Also Splatoon ist ja viel mehr, ne? Ich bin ganz ehrlich, das macht mich schon irgendwie unzufrieden, dass man dann hört, okay, sehr viele haben jetzt zum Beispiel Vanille genommen und ich bin im Team Pfefferminz, und dann so, naja, und dann muss man sich von Leuten, wo vielleicht dann am letzten Spieltag ein paar Stündchen spielen, dann anhören: Boah, ja, jawohl, ich bin wieder im Siegerteam, jawohl, da guckt her, ich hab's eben drauf, uiuiui. Dass ich mich entschieden habe, an die Sache mit einer ganz anderen Einstellung als ranzugehen. Natürlich ist es das Ziel zu gewinnen, gewinnen ist schön, aber in Zukunft wird beim Splatfest mein Ziel anders sein. Und zwar, ich werde weiterhin das Team wählen, wo ich fühle und wo ich nicht sehe, okay, es soll ja auch Leute geben, die warten erstmal so ein bisschen ab und gucken, ah, da sind viele in dem und dem Team drin, da gehe ich dann einfach auch rein, dann ist der Sieg eigentlich schon vorprogrammiert. Nee, das mache ich natürlich nicht. Also zum Beispiel bei dem Team, bei dem Thema, bei dem Splatfest-Thema Fabelwesen, da war es für mich klar, dass ich bei Aliens drin bin. Also das war für mich einfach klar. Warum sollte ich als Alien bei Yeti oder bei Nessie mitspielen? Also das macht ja gar keinen Sinn. Gut, Dinos sind cool, ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Und soll ich jetzt sagen, oh, ich gehe jetzt ins Team Nessie, weil da einfach die meisten drin sind? Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wer es vielleicht von der Schule kennt, wenn der Lehrer fragt, wer würde sich für das und das interessieren, dann gab es da, also meist in meiner Schule, in meiner Klasse, da gab es dann immer Leute, die haben immer geguckt, sich erstmal rumgeguckt, bevor sie sich gemeldet haben für was. Wer meldet sich eigentlich für was? Und dann will ich eigentlich da, ja, aber wenn der Fritz da drin ist, dann will ich da auch hingehen. Und so kommt es manchmal bei Splatoon vor. Und nein, das mache ich nicht. Das ist das Erste. Also ich bleibe weiter als Standard und sage, nein, ich gehe in das Team oder in das Thema, das ich fühle und das mir gefällt. Und nicht das, wo statistisch gesehen jetzt die meisten drin sind und dann statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass da gewonnen wird. Das Zweite ist, ich setze mir ab sofort persönliche Ziele. Also mein persönliches Ziel ist sowieso immer, der Ultimate Fanclub Leader zu sein, also Ultimate zu sein. Und nicht zweifach, dreifach oder irgendwie sowas, sondern das ist so das Ziel. Und möglichst immer 1000 Fairpunkte zu bekommen, aber nicht mehr, oh, ich muss jetzt unbedingt gewinnen oder ich muss jetzt unbedingt, weil man hat es ja eh nicht wirklich in der Hand. Also, wenn ich jetzt Team Vanille gewählt hätte, so, und ich hätte jetzt überhaupt nicht mitgespielt oder ich hätte nur ein einziges Spiel gespielt, wäre ich auch im Gewinnerteam gewesen. Das wäre ja dann, bin ich dann, jawohl, das ist so wie bei einer Fußball-WM, wo dann eine ganze Nation brüllt: Wir sind Weltmeister. Ja, aber ich habe ja nicht Fußball gespielt, sondern das haben ja die Spieler gemacht. Oder auch dieses Wir sind Papst. Also wer noch diesen Quatsch mit Wir sind Papst kennt, weiß vielleicht, was ich meine. Und nee, und das sollte nicht das Ziel sein. Der Weg ist das Ziel. Wie ich schon während dem Splatfest gesagt habe, eine Schlammschlacht macht ja wegen dem Schlamm Spaß, ja, und wegen dem Matsch und nicht zu gewinnen. Und so soll auch Splatoon sein, und so gehe ich jetzt auch an die Sache ran und mache dann auch entsprechend die Videos bzw. Streams. So, das erste Spiel nach dem Splatfest im neuen Outfit und auch die Tentakelhaarfarbe, die passt ja hier sogar noch besser dazu, das ist ja richtig cool.
Und natürlich und wunderbar. Eindeutiger Sieg. Sehr schön. Gefällt mir. Und die erste Pose natürlich ein Foto für Twitter und auch fürs Thumbnail und fürs Erinnerungsfotoalbum. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ihr könnt spielen, wie ihr wollt. Also ihr könnt, jeder hat vielleicht auch ein anderes Ziel oder vielleicht auch gar kein Ziel und sagt einfach, ich spiele einfach, weil es Bock macht und weil mir das auch ästhetisch gut gefällt. Es ist eben so, dass mir Splatoon auch ästhetisch gut gefällt. Also es ist wirklich, es sieht absolut alles cool und geil aus. Also wirklich. Und deswegen, das ist dann meine Intention für das nächste Splatfest, dass ich dann sage, Team, wo ich fühle und persönliche Ziele. Und wenn ich dann im Siegerteam bin, dann ist es natürlich toll und wenn nicht, pfeife ich drauf, dann ist es eben so und fertig. So, Runde 2, Maus Octoking, da nennt sich jemand Octoking X. Ja, warum nicht? Diese Haarfarbe passt natürlich auch zu dem Grün. Also, oh, es ist Das ist wirklich toll. Was ich noch ansprechen wollte, das habe ich das während dem Stream, während dem Splatfest-Stream gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ist mir aufgefallen, dass es sehr viele weibliche Spielcharaktere gibt. Also ich habe irgendwo mal es war nicht gehässig gemeint, aber es kam vielleicht so rüber, wird Splatoon zum Mädchenspiel? Das ist natürlich Quatsch, weil man kann auch als Mann weibliche Charaktere machen und umgekehrt. Das ist nicht das ist nicht der Punkt, das ist nicht der Streitpunkt. Und es wird ja auch beim Spielbeginn nicht mehr nach dem Geschlecht gefragt, sondern einfach nach dem Aussehen. Und dann gibt es eben trotzdem Charaktere, die eben weiblich aus, also eindeutig weiblich aussehen. Auch das nehme ich zurück oder sage, das war irgendwie Quatsch, weil das Spiel ist immer das, was man was man selber draus macht. Und ich bin eben ein männlicher Charakter, ich bin nicht ein geschlechtsneutraler Charakter oder so. Jetzt gibt es ja schon Leute, die fangen mit Ui, ach so sieht die Makrelenbrücke von unten aus. Schön, ich bin natürlich mit Absicht darunter gesprungen, um meinen Zuschauern die Makrelenbrücke von unten zu zeigen. Schön. Die jetzt schon mit diesem Quatsch anfangen, dass auch Kinder geschlechtsneutral behandelt werden sollten. Und man soll ihnen nicht, wenn es ein Junge ist, nicht sagen, es ist ein Junge. Und ihm, das ist... Und umgekehrt Mädchen. Und das ist alles so ein Quatsch. Also, man sollte die Kirche schon im Dorf lassen. Weil und sollte dann Menschen, wenn sie alt genug sind oder wenn sie merken, okay, ich möchte so sein oder ich bin so, dabei dann unterstützen und nicht ein Kind im Glauben lassen, ja, ich bin nix, weil man ist ja biologisch irgendwas. Also ich kann ja auch nicht sagen, ja gut, ich bin biologisch gesehen ein Babianer, aber ich wäre gern ein Klingone und ich bin ein Klingone, fertig. Weil das ist irgendwie, ja. ich finde es Quatsch. Also manche übertreiben es echt maßlos und das macht dann die echten Probleme oder die echten, dass man mehr, für mehr Toleranz und für mehr Gleichberechtigung macht das dann irgendwie so absurd, weil, oder führt das ab Absurdum, weil diese Leute eben dann mit Leuten, die wirklich für Missstände und so kämpfen, in einen Topf geworfen werden und dann heißt, naja, das sind diese Spinner, die, schon im Kindergarten mit Transgender und so Zeug anfangen und sagen, wenn jetzt ein Junge mal, lange Haare hat, oh, da wird bestimmt ein Mädchen sein oder irgendwie sowas, das ist so ein Quatsch. Man muss die Kirche auch irgendwo im Dorf lassen und Menschen sind ja immer noch Menschen und ja. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, das ist da Runde 2, ein Los. Das ist schon ein bisschen peinlich, gegen die Lieblingsfarbe zu verlieren. Aber ich gönn's natürlich den Gegner unterstrich innen. Nee, ich lasse diesen Quatsch. Ich rede einfach, wie ich es gewohnt bin, wie ich mich damit wohlfühle. Fertig. Also ich werde jetzt nicht auch noch anfangen von Gegner unterstrich innen oder das versuchen, geschlechtsneutral zu abzudrücken. Das ist Blödsinn.
So, damit will ich es dann auch belassen. Jetzt bitte nicht wütend werden und sagen, jetzt wird's hier politisch. Nein. Dieses Video guckt sowieso fast niemand an. Von dem her ist es egal. Und ich finde, ich sehe es. Jetzt ist die Haarfarbe geändert. Der Inkling Avatar sieht wirklich mit dem Outfit richtig stark aus. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. So. Ah, mit dieser Farbe jetzt nicht ganz so cool. Oh, wir haben im Gegnerteam jemand, wo ein ähnliches Outfit hat wie ich. Cool. Haha. Vielleicht sogar bei mir bestellt. Oder ist. Nee, es sieht ähnlich aus. Oder war das gleich? Ah, egal. So. Oh, eine meiner Lieblingsmaps mit viel Wasser drumherum. Das ist richtig schön. Schimmert und oh, das sieht so urlaubmäßig aus. Also ich bin irgendwie jetzt so in Urlaubsstimmung. Passt ja zum Wetter. Sonnig, warm, sommerlich, sonnig, warm. Und dann noch hier ist das Swimmingpool in so einem Hotelkomplex. So, da muss man viel springen, damit man nicht ins Wasser springt und auch gut springen können. Ich weiß noch, als Anfänger, da bin ich oft ins Wasser gesprungen aus Versehen und dann auch aufpassen, dass man nicht weggesplattet wird von der Maus der Vizepräsidentin. Das ist natürlich nicht einfach, aber es wäre ja auch langweilig, wenn alles sofort funktionieren würde. Muss man ja auch mal dazu sagen. Also, boah, Klecksroller. Ja, die Klecksroller, die haben es auf mich abgesehen. Octoking. Und das ist auch bloß, wenn es zu schwer ist und man kommt überhaupt nicht mehr weiter, so wie an manchen Passagen bei Ori in the Blind Forest zum Beispiel, dann macht das Ganze natürlich auch keinen Sinn. Wenn ein Spiel so schwer ist, dass man es abbrechen muss, weil man einfach nicht weiterkommt. So, der Wasserspiegel fällt, für alle, die es vielleicht noch gar nicht so wissen oder kennen, es gibt auch Maps, die verändern sich. Zum Beispiel bei diesen Wassermaps, da sinkt dann der Wasserspiegel und dann wird mehr Fläche zum Einfärben. Und das nutze ich immer sehr gerne, um hier. So, ich mache mal den Highhammer. Erwische ich da vielleicht jemanden? Ah, nicht ganz. Und natürlich hat mich der Klecksroller wieder erwischt. Da beweile ich mich immer sehr gerne mit dem Einfärben. Weil es geht ja ums Einfärben und nicht ums Killen. Das Killen hält halt hauptsächlich dann, um die Gegner aufzuhalten. Oder dass man halt eben nicht selber gekillt wird. So, Maxitol. Oh, und ich habe auch den Octoking erledigt. Der hat ihn zwar mit dem Flexroller auch erledigt, aber es war ein gegenseitiger Kill. Ja, ist absolut in Ordnung. So, wir sind inzwischen in Führung, sehe ich gerade. Das ist natürlich. Oh, schon wieder erledigt. Und diesmal bin ich nicht erledigt worden dabei. Octoking, was ist denn los? Das ist ja hollala, holla die Waldfee. Wieder ein Kill. Was ist denn da los? Also ihr seht wirklich, es bin wirklich ich, wo das Spiel. Es ist nie. Hey, wieder ein Kill. Was ist denn da los? Das ist ja. So, Moment, eine kleine Pause. So, und weiter geht's. Und wieder ein Kill. Jetzt bin ich selber weggesplattet worden. 2, 1. Ist es ein Kill-Rekord? Ich hatte ja heute schon einen Kill-Rekord. Ich will natürlich hier jetzt nicht spoilern, weil ihr seht ja die Aufnahme, wo ich schon gespielt habe. Oh, das ist ein überragender Sieg. Jetzt muss ich mal gleich gucken, ob das schon das Video war. Ob das schon das Spiel war mit dem Kill-Rekord. Ja, Platz eingefärbt war. Moment, ich setze mich mal ein bisschen auf die Seite. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ah, das war die Steuerung. Die Steuerung hat hier gesponnen. Ja, das ist ja der Kill-Rekord mit 10 Kills. 10! Gut, Mad Light hatte 15. Aber, wow. Also 10 Kills, das hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Mahi-Mahi-Ressort. Das ist auch noch schwer, ein Map. Ja, da bin ich. Da kann man nicht meckern. So, jetzt wollte ich gerade hoch mir einen Kaffee holen. Und schon geht's weiter. Ja.
ein kleiner Tipp, ne? Also so ein Tipp nebenbei, wenn man natürlich nicht gleich weiter drücken, sondern Spiel abbrechen oder beenden klickt, dann kann man sich natürlich da oben ein bisschen mehr umsehen. So, es sind immer noch dieselben Spieler, jetzt sind sie wieder stellenweise in unserem Team oder im Gegnerteam. Das ist die Zusatzrunde. Ja, das ist die Zusatzrunde. Und dann gucken wir mal, das war jetzt ein richtig guter Lauf. Richtig guter Lauf. 2:1 in diesem Video geht an das Team Kip. Ich sage jetzt Team Kip, weil ist ja kein Splattest mehr. Uiuiui, erwischen wird die. Oh, das blättert jemand, aber unglaublich. Was war das für eine Waffe? Heldenwaffe Replik von Octoking. So, was ich gerne mache, sind auch immer diese Türme einfärben, wo man so schwer rankommt. Weil das sind eben sichere Punkte. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen Splatoon für Anfänger, was ich hier sage, aber das sind sichere Punkte. Das sind die Stellen, wo der Gegner halt garantiert nicht rankommt. Und wenn, dann ist sowieso alles verloren. Das sind zwar nicht jetzt megamäßig viele Punkte, können aber auch einen Sieg ausmachen. Also das habe ich alles schon erlebt. Dass gerade diese Teile hier oder das hier, dass das manchmal auch sogar einen Sieg ausmachen kann. Und wenn nicht, die Punkte bekommt ja ihr sowieso. Also auch wenn ihr verliert oder wenn euer Team verliert, so, den jagen wir hier mal. Ich bin nämlich auch schon oft gejagt worden und nicht in Ruhe gelassen worden, bis ich weggesplattet bin. Jetzt mache ich es auch mal. So, die bekommt ihr ja trotzdem. Also ihr bekommt ja immer Punkte. Ich weiß nicht, ob es auch einen Modus gibt, dass man dann einfach 0 Punkte hat, wenn man ein Spiel verliert. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, das liegt beim Splatfest, glaube ich, wenn man den Profi-Modus hat. Dann kriegt man tatsächlich keine Punkte, wenn man verloren hat, glaube ich. So, Mad Light hat uns noch erwischt, aber wir sind hier gut im Rennen. Ich glaube, ich springe mal gleich vor. Obwohl da auch noch ein paar kleine Stellen sind, wo noch nicht eingefärbt sind, werde ich danach holen, weil ich werde wahrscheinlich hier gleich weggesplattet. Was mir meistens passiert, wenn ich springe. Ich springe ja meistens in den Tod. Ja, hier zum Beispiel. Das ist auch so eine komische Ulti anscheinend. Oh, nee. Wo dann, was war die Heldenwaffe-Replik? Wo irgendwie dann immun macht oder Schutzschild hat oder so. Ja, egal, ich rede wieder. So, hier sind noch ein paar Stellen, wo noch nicht eingefärbt wurden, was man dringendst nachholen sollte. Weil das sind alles verschenkte Punkte, wenn man das so brach liegen lässt. Ich bin ja der Einfärber Splatooner und nicht der Killer Splatooner. Weil manche haben sich aufs Killen spezialisiert, manche aufs Einfärben, ich aufs Einfärben. Und ich versuche natürlich auch mich, ich will nicht killen sagen, sondern verteidigen. So. Oh, knapp, aber ja, es reicht noch. Knapp, aber es reicht noch. Zack. Coole Pose, coole Leute, coole Outfits. Genau so muss Splatoon sein. Genau so muss es sein. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ja, Platz 2. Oh, 2 Kills. Ja, also wie gesagt, nochmal so am Rande bei Splatoon. Dabei sein ist alles. Es ist ja nicht so ein Spiel wie jetzt Ori zum Beispiel, wo, wenn man es nicht schafft, dann man einfach nicht ins nächste Level kommt, sondern es ist ja immer noch ein Shooter-Spiel und es ist ein Fun-Shooter-Spiel. So, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht mal bei einem anderen Spiel. Ich will ja Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen mal spielen. Ist jetzt vielleicht nicht so ein Spiel, wo man sagt so, oh, da sind jetzt epische Videos dabei, aber ich will es trotzdem machen, weil, wie gesagt, dabei sein ist alles. Spaß am Rande. So, was für ein Spiel steht noch an? Irgendwas wollte ich auch noch. Oh, ich hab's vergessen. Ah, ihr werdet es dann sehen. Ah ja, Paw Patrol. Ich würde gerne Paw Patrol Spiele spielen. Würde die
streamen und würde dann die Marshall-Zuschauer zum Stream einladen. Das würde ich wahrscheinlich machen, weil ich kann, weil Marshall kann nicht spielen. Das spielt er nicht so lange durch. So, dann habt ihr was, auf was ihr euch freuen könnt, auf was ich mich freuen kann. Wir sehen uns bald wieder. Keep Supernova over and out.